Einen wunderschönen guten Morgen. Hallihallo. Hallo. Wir stehen hier gerade am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Genau. Zug fährt ein. Bisschen Gepäck haben wir dabei. Britta hat wieder mehr Gepäck mit als alles andere. Von mir ist der kleine Koffer. Nee, ich habe nicht viel eingepackt, ne? Wie immer. Wissen wir ja, ne? Habt ihr schon gesehen. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Wohin? Nach Bremerhaven. Wieder mal mit dem Zug, ne? Ja. Das ist nämlich jetzt unser Fortbewegungsmittel. Und weil wir nur quasi hinfahren und genau. Zurück sind wir ja dann erstmal noch ein bisschen länger vor Ort. Ne? Aber ja, genau, aber das seht ihr ja dann alles. Das seht alles, ihr dann, ne? Genau. Wir fahren jetzt erstmal zur AIDA Aura und werden dann da mal uns schön das kleine Schiff angucken. Das kenne ich ja noch nicht. Bin ich sehr gespannt drauf. Dritte ich freue mich ja schon. Aufs Wiedersehen. Und deshalb. Und die Neuerungen, ne? Ja, die Überarbeitung, das wird schon alles, glaube ich, ganz schön werden. Also, dann nehmen wir euch mit, seid gespannt, kommen dran. Einige Specials natürlich. Genau. Und noch Überraschungen. Ganz große Überraschung. Also, bis dahin, ciao, ciao. Tag. Da sind wir, da in stehen wir. Buxtehude. Ihr habt ja alle abgestimmt, habt gesagt, entweder Buxtehude oder... Oder Warnemünde, ne? Ja, knapp vorbei, was ist auch heißt vorbei. Dat? Was heißt das? Alle mal Newsletter abonnieren. Genau. Ne? Hier oben ist nochmal der Link. Ne, das an erster Stelle hier mal. Richtig. Hinter uns seht ihr aber die schöne AIDA Aura. Ein kleines Schiff, für mich das erste Mal auf den kleinen Schiffen. Es war ganz ungewohnt beim Einfahren in den Hafen hier. Die Gebäude waren höher. Also Schiff, ne? Ja. Und einchecken ging erstaunlich schnell. Super schnell, genau. Bahnfahrt hier war auch recht angenehm. Wir werden jetzt gleich mal unsere Kabine beziehen. Da werden wir natürlich auch ein Video machen. Und freuen uns, dass ihr bei dieser Vlogreihe dabei seid. Rüber auf die Kanaren. Ja, sind ja diesmal nicht nur 7 Tage, sondern 9 Tage. Genau. Also da ist einiges dabei. Vor allen Dingen, was ihr liebt, 3 Seetage. Also immer schön dranbleiben. Wir gehen jetzt mal rüber über die große Reling. Über den großen Gangway. Und die Reling. Willst du auf Reling gehen? Die Gangway, ja, genau. Natürlich, seht ihr mal. Ich bin ganz durch den Wind, durch das kleine Schiff. Ei. Ich freue mich sehr. Und wir gehen jetzt erstmal Kaffeekuchen in der Anytime-Bar. Haben wir noch nie gemacht. Den Programmpunkt habe ich direkt gesehen. Machen wir direkt. Das ist der Knaller. Ne? Deswegen heißt es ja auch Anytime-Bar. Also. In diesem Sinne, bis später. Ciao, ciao.
Britta hat sich schon mal fertig gemacht hier, ne? Ja. Natürlich mit unserer Jacke. Ja, ne? Gibt's zwar noch nicht im Shop, aber müssen wir noch mal gucken, wo wir so was. Ja, jetzt mal zum Essen und zum Auslaufen, aber vorher. Ja. Also, seid gespannt, kommt mit. So, und raus hier. Sonst sind wir immer auf Deck 5, jetzt gehen wir auf Deck 6 mal raus. Wir haben es jetzt schon 18.20 Uhr durch und Sie sehen draußen, wenn Sie gucken, dass wir immer noch damit beschäftigt sind, den letzten Proviant reinzuzaubern. Das ist noch einiges, was wir unterbringen müssen. Von daher wird sich das Ganze noch mal ein paar Minuten verzögern. Ich hoffe jedenfalls, dass wir vor 19 Uhr hier wegkommen werden. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Honfleur in Frankreich. Einen wunderschönen guten Abend, hallo. Guten Tag. Wir sitzen hier in der schönen Anytime Bar. In der Lounge, ne? Ja, richtig schön. In unserem neuen Wohnzimmer. Ich blende hier gleich mal ein paar Aufnahmen ein. Also, das ich finde. Der Burner. Die schönste Anytime Bar auf allen Schiffen. Ja. Also gut, die Cara, das war auch noch ein Highlight. Auf allen aktiven Schiffen. Sagen wir es mal so. Das war vorne als einziges, ne? Also für die richtigen Fans, ne? Die wissen das. Aber hier, das ist schon toll, weil wir sitzen hier. Richtig angenehm, können gleich rausgehen. Ja. Wir warten nämlich noch. Eigentlich wären wir schon ausgelaufen. Eigentlich wären wir schon vor einer Stunde ausgelaufen hier aus Bremerhaven, aber das Proviant musste noch verladen werden. Weil ihr mal so viel Hunger habt. Fred hat so viel Hunger, ne, hat so viel bestellt. Deswegen wird das hier noch verladen, schon über eine Stunde später jetzt hier. Ne? Deshalb gucken wir mal, hoffen, dass es gleich mal losgeht, dass die Reise dann startet auch. Wir sind aber gut angekommen. Wie gesagt, hier auf dem Schiff sehr voll, glaube ich, ausgebucht, so wie wir es mitbekommen haben. Ja, aber man merkt es nicht. Genau, oder ist natürlich du jetzt, nein. Du merkst das, weil ist ja du ein sagst, kleines ist Schiff. Sehr voll. Ja, ausgebucht ist es. Ja, ne? Aber jetzt bitte nicht falsch verstehen, ne? Hier ausgebucht. Alles voll hier. Nee, ausgebucht heißt hier 1266. Ah, wie sowas im Dreh. So, also, ne? Mal in Relation richtig angenehm. Ja. Plus das Schiff, hier gibt es super viel zu entdecken. Ja, ganz viel Neues für ganz mich vor allem. Ganz viele Kleinigkeiten. Ja. Für mich das Wiedersehen, richtige Freude. Ja, also Top-Tag heute, würde ich sagen. Ja, ne? Genau. Der Auftakt. Wir haben auf jeden Fall aber auch Hunger. Also das ganze Proviant, was eben eingeladen wurde, muss auf jeden Fall heute noch vernichtet werden. Zumindest anteilig. Wir müssen noch essen gehen gleich. Ja. Ne? Haben wir nicht uns entschieden, wo? Entweder im Calypso mal. Oder im Market. Ah, oder Calypso. Der Brücke, ne? Der Brücke. Da kann man auch schön im Außen, also ne, man kann draußen sitzen, da gehen wir nicht hin, es wird frisch. Es wird frisch heute. Gibt noch einen quasi Vorbereich drinnen, wo die Brücke ist, zum Sportbereich. Kann man also, wenn man doch zu viel gegessen hat, direkt in den Sportbereich und wieder abtrainieren. Ja. Oder andersrum, wenn man zu viel Sport gemacht hat, wieder was essen, weil man hungrig ist. Ja. Und danach geht es noch ins Theater. Genau. Ne? Da gibt es heute ganz Tolles. Ja. Also dranbleiben, Freunde. Es gibt nur Highlights hier, die Tour. Morgen kommt dann der Seetag. Ne? Eure Lieblingsdestination. Aber wir zeigen euch noch ein paar Eindrücke. Und dann ist der heutige Tag sozusagen rund. Genau. Und wir auch vom Essen. Also, bis später. Bleibt dran. Ciao, ciao. Das Fritte. Geht los. Geht los. Hallo. Hallo.
ein herzliches Grüß Gott, liebe Gäste. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und ja, liebe Gäste, wir haben eine richtig coole Reise für uns. Und ich schlage mal vor, dass wir das auch richtig feiern. Schön, dass Sie da sind, liebe Gäste. Liebe Gäste, Sie haben Urlaub! Next day. Einen wunderschönen guten Tag. Aus dem Wohnzimmer hier. Aus der Destination Seetag. Wir sitzen hier bei strahlendstem Sonnenschein. Ist quasi der erste Tag der Reise, ja. Oder der zweite, wie man es auch immer nehmen möchte. Ne? Gestern war Anreise. Ja, hier ist wunderbares Wetter. Wie immer, wenn wir am Seetag unterwegs sind, reißt der Himmel auf. Ne? Ah, hier ist absolut schön. Ich kann ja mal umblenden hier. Wir sitzen hier, unsere Sicht hier auf Deck 6. Hier war früher, hier kann man ja einmal rumlaufen. Ne? Hier, so. Hier da war einmal umläufig hier auf dem Schiff. Ne? Also war ja der Jogging-Parcours. Der wurde jetzt aber nach oben verlegt. Wir haben auch eine Vermutung, warum, ne? Weil sonst die Leute gestört werden in der Kabine. Ja, weil hier runter, wir haben ja auch Deck 5 Kabine, Meerblick. Beachtet das beim Buchen. Ja. Deck 6 ist da drüber. Aber es ging jetzt. Also wir haben gut geschlafen. Sehr gut geschlafen, super, ja. Super Matratzen. Gut gefrühstückt heute Morgen wieder. Wir können ja Gott sei Dank ins Selection Restaurant hier gehen. Tipptopp. Und tolle, ja, Leute wieder kennengelernt. Was hier ein bisschen, das muss man jetzt mal hier auch anmerken, ne? Was hier ein bisschen langsam ist. Ist die Kommunikation. Die Kommunikation. Obwohl das, wir dachten eigentlich so ein kleines Schiff. Haben wir ja gestern Abend noch erfahren. Wir waren ja bei der Vorstellung, ne, im Theater. Und es sind knapp über 1000 an Bord. Genau, 300 fahren genau wie wir bis Gran Canaria, circa 300. Und dann 700 knapp fahren dann wirklich die Tour durch bis Kapstadt. Ja. Also eine gute Mischung, alt, jung, Kinder sind dabei, alles, ne? Alles dabei, also, wieder. Also ihr könnt dieses Schiff, jung, alt, das Alter zählt nicht, haben wir heute Morgen noch gesagt. Nur nochmal zurück zur Information. Wir dachten eigentlich, kleines Schiff, ne? Die Leute hier entsprechend vorbereitet. Ging ja gestern was später los, fanden, ja, wir jetzt nicht schlimm. Nee. Hat unser Abendessen nur durcheinander gebracht, aber hier wird man trotzdem satt. Es war trotzdem schön dann. Pizza gibt's bis 23 Uhr. Muss ich heute mal ausprobieren. Und ja, was leider nicht da war, waren Informationen bezüglich Clubtreffen, Clubmitglieder, Guthaben. Also wir wissen das ja, ne? Aber trotzdem, wenn man so die Clubstufe wechselt, dann möchte man ja schon gern wissen, ob man jetzt ein Abendessen drin hat. Und heute ist zum Beispiel wieder Clubtreffen. Ja, 17.30 Uhr, da freuen wir uns schon drauf. Und gerade an einem Seetag plant man ja auch schon mal was anderes. Ne? Ja. Also das müssen wir anmerken. War jetzt nicht so gut, aber ja,
gibt Schlimmeres. Gibt, ne? Schlimmeres. Von daher. Wie so schlimm, dass die Sonne sich gerade hinter der Wolke versteckt. Das ist nämlich schlimmer. Wir genießen das hier nah am Wasser. Wir sind halt nah am Wasser gebaut. Ich hab mal die Sonnenbrillen auf. Wir werden gleich mal das Pooldeck unsicher machen. Ja, weil Fritte will nämlich, was gibt es da heute? Fish and Chips. Nee, das will ich nicht. Nee. Und schön dickes Astra-Bier, Maurer-Bier. Ja, nee. Nee, ich trinke mir schön da was Leckeres. Dodo. Ein Säftchen oder ein Dodo. Ganz gesund unterwegs, die Frau. Ja. Ja, Ausflüge haben wir schon gebucht. Ja. Also seid gespannt, was kommt, ne? Bunte Mischung wie immer. Und für groß und klein was dabei, alt und jung. Jetzt würde ich sagen, genießt noch den Seetag mit uns. Wir schließen ab mit der Sonne. Ja. Und also zeig noch mal den schönen Ausblick. Mache ich jetzt gleich. Ins kalte Deutschland. Es geht natürlich weiter. Heute am Seetag, also dranbleiben. Die Fritte schon gesagt hat, viele spannende Sachen sind noch heute auf dem Plan. Also bis später. Ciao, ciao. Was hast du da schon wieder? Hier, ich hab für dich was gewonnen. Passt zu meiner Handyhülle. Britta hat wieder beim Schätzen mitgemacht und hat um zwei sich nur vertan. A few moments later. Sind wir beim Clubtreffen, ne? Ja. Mit schon leckeren Cocktail. Können wir hier mit einigen Leuten anstoßen, sind ein paar mehr als auf der Diva. Ja, nur so geringfügig, ne? Deswegen sind wir am Theater. Ja, das blendet mal um hier. Wie ihr seht, sind ein paar mehr. Ist natürlich auf so einem kleinen Schiff und auf so einer tollen Reise nach Südafrika dann natürlich auch nicht verwunderlich. Einen schönen guten Abend und nochmal ein herzliches Willkommen an Bord. Ich freue mich sehr, Sie hier noch persönlich begrüßen zu können. Das ist für mich immer wieder beeindruckend, wie groß die Clubtreffen auf diesem kleinen Schiff sind. Wenn man sich überlegt, dass man das auf der Swingsklasse irgendwo im Brauhaus mit 40 Mann macht und wenn ich das hier jetzt sehe, 250 Leute, dann bin ich immer wieder sehr beeindruckt davon, wie gut sie diese kleinen Selection-Reisen annehmen. Bitte, hallo, wo warst du gerade? Bei Club. Und? War viele Leute da, ne? Ja. 250. Pah. Volle Hütte. Volle Bude. War mehr los als auf der Diva. Ja. Jetzt machen wir uns fertig und dann gehen wir essen. Und dann ab zum Kapitän. Müssen wir noch vorsprechen, weil Fritte sich ja nicht. Schon Fritte geschummelt hat heute beim Schätz. Schätz dich glücklich, Spiel. Also, bis später. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Selection Royale. Du musst, so ist es, so geht es mir ja auch. Man denkt, wenn wir sobald es richtig aussieht, denkt man, ja, ist was dran. Und in wenigen Tagen, da steht er noch mit seinem zweiten Programm hier für Sie auf der Bühne. Sonniger, guter Morgen. Aus Honfleur hier, ne? Aura fahren ist ein Erlebnis, können wir ja, euch sagen. Was der Fred für Shopping-Erlebnisse hat, ne?